Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensang am Fluss der Zeit. Wir haben es endlich aus dem zweiten Add-on-Gebiet rausgeschafft. Und ja, ich bin immer noch ganz ehrlich, irgendwie stößt mir das Add-on-Gebiet ein bisschen schwer auf. Deswegen wird gerade die Add-on-Quest hier, also diese hier zurück in die Globulenwelt, mal ganz nach hinten abgeschoben. Wir wollen erst einmal den Effa-Tempel abschließen und dann nach Nadoret zurück. Vielleicht auf dem Weg die Embleme, die ich noch mit mir rumschleppe, loswerden. Und dann sehen wir mal weiter. Hätten, dass wir bald Schnee haben? Also, Captain. Dass ihr hier noch nach Herrn Ardos Heilung verweilen wird, zeugt von Mut. Mir sind diese Elfen und ihre verrutschenden Wälder nicht ganz geheuer. Doch ich rede schon wieder zu viel. Was kann ich für euch tun? Ja, die Taler hier bereits zur Abfahrt machen. Wo soll es hingehen? Okay. Erst könnten wir zur Zollfestung und dann zur Insel des Vergessens. Höhle des Wasserdrachens. Die ist aber ganz schön weit weg vom Hammerberg gewesen. Wundert mich gerade. Weil dort haben wir ja von der Höhle erfahren. Okay, also erst zur Zollfestung. So. Auf der Zollfestung brauche ich eigentlich niemanden. Ich müsste eigentlich von hier aus mich direkt reinporten können in die Zollfestung, jawohl. Und dem Kommandanten die Embleme geben. Ja, die Zollfestung sieht auch mittlerweile wieder etwas belebter aus, nachdem wir hier alle getötet haben. Gut. Also, Kommandant. Seid gegrüßt. Es geht um das Kopfgeld. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Ich habe hier einige silberne Embleme. Eine schöne Ausbeute. Hier ist eure Belohnung. Danke, ich gehe dann wieder Piraten jagen. So. Das war's. Eine Dukate 5 Silber dazu verdient. Zur Talaria. Die dummen, die dummen. Aber ich muss sagen, das Addon hat mir eine coole Rüstung beschert, auch wenn sie etwas zu elfisch aussieht. So, Captain. Was kann ich für euch tun? Weiterfahren. Insel des Vergessens, bitte. Dann hoffe ich, dass wir bald mal mit dem ganzen Zeug hier abschließen können. So. Okay, dieses Mal nehme ich als ersten wieder Vorgrim mit. Vorgrim muss immer mit. Komm mit, Vorgrim. Da nehme ich Quano mit. Ja, bitte. Weil wir erinnern uns, es sind einige verschlossene Truhen noch da unten. Wie kann ich dir helfen? Und Fyris. Gut. Hallo, Bruder Emmeran. Einen Bären sammle ich immer gerne ein. Ein Bärsaft kann man immer gebrauchen. Wachsen hier noch irgendwo ein Bären? Würselkraut, Gulmund. Okay. Latsch. Ja, wie das klingt, wie mit unser Stoppelbeinchen hier latschen. Wie das aussieht. Ja, am Zwerge. So. Ab in die Tiefen des Effa-Tempels. Mal wieder. Genau, dann können wir gleich den Teleporter hier vorne benutzen, glaube ich. Der bringt uns wenigstens hier runter. Teleporter. Genau. Ja, zu dem Mosaik. Vorgrim stehen wir nicht im Weg. Zu dem Mosaik der... Ist das eine Nymphe?
Ja, das könnte eine Nymphe sein. Hoch zu weit rausgesummt. Und wir können ja nicht über das Mosaik drüber latschen. Hatte ich vergessen. So, und ab hier kommen, glaube ich, 2 oder 3 Schatztruhen. Den restlichen Weg haben wir ja zum Glück gesäubert. Da geht's nicht lang. Genau, da ist die erste Truhe. Weil die auf so einem Podest steht und ich dem Podest nicht traue, gibt's hier erstmal einen Quicksave. So, dann kann Quano mal den Schatz knacken. Schloss geöffnet. Was ist drin? Okay. Flussmuschel-Amulett. Konstitution +2. Das ist auf jeden Fall was wert. Flusskiesel. Guter Ersatz für Kugeln. Kommt auch mal mit. Und die Münzen gehen zu Vorgrimson. Das war die erste Truhe. Und da vorne gibt es noch eine Truhe. Und ja, hier sehe ich, steht alles unter Wasser. Da haben sich der Flussvater und Effert wirklich einen hübschen Kampf geleistet. Was? So, zweite Truhe. Quano, mach mal Sesam, öffne dich. So. 3 Zeichen. Eine Sonnenkugel? Ein hübsches Schmuckstück. Maske des Meisters. Charisma. Ja, okay. Flusskiesel zu mir, 3 Zack und die Sonnenkugel zu ihm. Und du kannst mal die Maske haben. Ja. Obwohl, wer braucht noch Charisma? Er hat Charisma von 14. Ja. Sie hat Charisma von 12. Gestik, Mimik. Stärke, magische Aura. Okay, das sieht mir zu doof aus. Badass Quano brauchen wir nicht unbedingt. Was wir brauchen könnten, bevor wir überhaupt was da drin machen, ist Kugelblitz und Fulminictus höher zu packen. Und vielleicht auch noch das Sumus-Schild. So. Heilung können wir noch höher stellen. Und wenn wir schon dabei sind, die Armbrust. Ein Punkt da, ein Punkt da, können wir... Oh ja, wir können maxen. So. Sehr schön. Und du könntest das Ding anlegen. Das gibt dir dann nochmal 2 Punkte. Na? Was hast du für ein Amulett? Mut +2. Okay, dann kann... Ob jemand das noch benutzen müsste, bräuchte, weiß ich noch nicht. Vielleicht Ardu. Aber ansonsten, so, hier stehen wir wieder vor dem Zugang, wo wir das letzte Mal sozusagen eine Vision hatten, wie wir alle getötet wurden von einem Krabbenmutanten. Gucken wir mal, wie wir uns dieses Mal anstellen. Quano, du aktivierst schon mal Fexens Gunst für dich. Das hilft dir wenigstens etwas. So, und dann gucken wir mal. So, da ist unser dickes Ding. Bekämpft die Monstrosität. Was ist das für ein Ungetüm? Fandel scheint es jedenfalls nicht zu wollen. Genau, deswegen kriegt es erst einmal einen Kugelblitz von mir ab. Quano wirft Sternstaub. Sternstaub halten wir uns mal auf. Fyris versucht eine Wunde zu reißen. Und Vorgrim. Wuchtschläge. Okay, er brennt schon mal. Gehen wir etwas von ihm weg. Oh, da sind schon seine Kumpels. Die sollten wir zuerst loswerden. Die Riesenkrabben, die beiden. Fyris. Du auch auf den. Und Vorgrim.
Angriff! Auch bitte auf die. Koan kommt damit hoffentlich erstmal klar. Und Faris benutzt noch Feuerpfeile. Das ist okay. So, erste Monsterkrabbe ist weg. Die zweite. Ja, Faris kann schon mal ruhig wieder auf den da schießen. Angriff! Vorgrim. Wuchtschlag. Bei Angriff spart! Ja. Koano, du kannst mal Sternstaub auf ihn werfen. Wow, die zweite Krabbe ist auch schon mal weg. Was? Feiris, versuchen wir mal einen Scharfschuss. Jawohl. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass nicht hier irgendwo die blöden Askri, genau, die da rauskommen, die Amöben. Nee, die Morphu. Da kommen nämlich ein paar raus. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Feiris, du als erstmal vorsichtshalber Quano. Vorgrim auf die Amöbe. Das sind so viele und die halten trotzdem so viel aus, die Viecher. So. Jetzt sollte Koan um einen Sternenstaub machen. So, während wir die gucken, dass wir die Morphu loswerden. Ja. Wie geht's deinem Morphu? Bei Angriffsspark! Zum Glück können Morphu nicht besonders viel. Außer leichten Wundbrand. Wow, da sind viel zu viele auf Feiris. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Feiris, zieh dich mal etwas zu. Was? Wieso ist Koano jetzt gestorben? Das finde ich jetzt aber komisch. Au. Was? Und der Riesenhummer geht auf Feiris. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum sind die gestorben? Warum ist Koano gerade einfach umgekippt? Okay, neuer Versuch. Es lief eigentlich alles sehr gut. Wie ist Koano so schnell umgekippt? Ups, falscher Save. Ich wollte den Quick Save. Müssen wir ja nicht nochmal alles nochmal machen. So, dankeschön. Also, Koano. Ja. Fexens Kunst. Bei Fex. Und dann rein da. So. Du schon mal Kugelblitz. Ei. Du. Pfeilhagel. Ja. Du. Sternenwurf. Was? Du einen Schleifstein und die Brandsalbe dahinter her. Und dann Angriff. So. Du mach mal eine Finte. Oh, das ist schon die Krabben. Angriff! So, alle auf die Krabben. Ha! Achtung! Ja. Koano trinken Einbeersaft. Und könnt ihr auch mal einen Schleifstein.